Ich bin jetzt übrigens bei meiner Oma. Das ist Ludo. Ne, Ludo. Ludo ist eine Waldkatze, ne? Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin noch nicht mal ready gemacht. Ich bin auch schon seit 5 Uhr heute Morgen wach, denn wir fahren jetzt nach Dresden. Ich habe auch schon einiges gepackt. Das ist aktuell meine Handtasche. Meine Reisehandtasche, die ist schon komplett voll. Das Auto ist komplett beladen. Ich habe wieder viel zu viel mitgenommen. Ich muss jetzt nur noch Brunos Körbchen einpacken. Dann geht's auch schon los. Also ich glaube, wenn wir gut durchkommen, jetzt ist es 2:30. Ja, hoffen wir mal so allerspätestens um 8, dass wir dann in Dresden sind. Ich werde jetzt meine Familie besuchen und auch Silvester dort verbringen. Ich dachte mir so, ich nehme einfach mal die Kamera mit und filme alles mal mit und mache daraus einen kleinen Vlog, was ich so in Dresden alles so mache, weil darauf habt ihr ja immer ziemlich Bock. Ich würde sagen, wir fahren mal los. Und heute ist tatsächlich schon Silvester. Das Jahr ist einfach so schnell vergangen. Wo ist die Zeit hin? Ich fahre jetzt zu meiner Oma. Ich habe mich jetzt etwas schicki gemacht. Ich sehe aus wie so ein Schulmädchen heute. Ich habe einfach nur eine weiße Bluse an, so ein Bolero, eine Strumpfhose, Boots, einen Rock. Also ja, etwas auf schick. Und fahre jetzt zu meiner Oma, denn die hat immer Silvester Geburtstag. Da haben wir früher immer richtig reingefeiert auch, aber mittlerweile nicht mehr. Deswegen geht es jetzt zum Kaffee trinken und danach zu Freunden bei meiner Oma. Die anderen sind jetzt alle schon los. Und schaut mal, was sie hier hingehangen hat. Wie süß, das bin einfach ich. Ich glaube, das war sogar noch im Kindergarten. Ich wünsche euch allen ein gesundes, neues, glückliches Jahr 2022. Wie krass ist das bitte? Wir haben einfach schon wieder ein neues Jahr. Die Zeit vergeht einfach so schnell. Ich habe Silvester ganz entspannt mit Freunden verbracht und am 1. Januar, das war gestern, heute ist der 2., habe ich gar nichts gemacht. Deswegen habe ich die Kamera auch nicht angemacht. Ich war bloß mit Bruno eine große Runde. Also wir machen immer so einen Neujahrsspaziergang. Und dann habe ich echt nur Couch gestern gemacht. Heute geht es aber wieder los. Ich war schon aktiv mit Sport. Werde euch auch in der nächsten Zeit wieder öfters mitnehmen, weil ich nämlich jetzt wieder mehr vloggen möchte. Also wenn ihr dazu auch Bock habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde euch wieder mehr mit der Kamera mitnehmen in meinem Alltag. Mehr Vlogs hier auf meinem Kanal machen. Ja, auf jeden Fall habe ich mich jetzt nicht wirklich ready gemacht. Etwas. Und ich fahre jetzt zu meiner Freundin, die mir übrigens auch das Überraschungspaket geschickt hat. Ich habe sie jetzt so lange nicht gesehen und ich fahre jetzt zu ihr. Und was mein Outfit heute betrifft, das ist von Zalando. Da habe ich auch ein Video dazu gedreht, könnt ihr danach gerne reinschalten. Und ich würde sagen, wir schießen jetzt mal los. Bruno bleibt heute hier, der ist auch nicht alleine, weil meine Freundin eine Katze hat. Also Bruno an sich hat kein Problem mit Katzen, im Gegenteil, der will eigentlich immer spielen und ist total lieb zu denen. Aber die Katzen haben nicht so Bock auf Bruno. Woran das wohl liegt? Was ich euch übrigens mal zeigen wollte, schaut mal, das ist selber gemacht. Das sind alles Sticker. Wie findet ihr das denn? Ich finde es total cool. Hier ist so ein Spruch in der Mitte geklebt und dann überall einfach nur ringsrum, ja, Sticker. Das normale von Amazon, aber ich finde das irgendwie total stylisch. Vor allem, wenn man jetzt die Schuhe hier so dann da drunter macht. Finde ich ganz cool. Was sagt ihr? So, ich bin jetzt bei meiner Freundin schon eine ganze Weile. Wir chillen hier. Hallo! Und wir haben gerade Plätzchen gegessen. Und hier, schaut mal, sie hat, das ist übrigens auch so eine Heizdecke. Ich kann sie jetzt ja mal in voller Montur zeigen. Und zwar ist es hier so eine Heizdecke und dann kann man das nämlich hier einstellen. So, jetzt habe ich natürlich auch so ein Ding. Perfekt. Ja, wir trinken gerade Kaffee, haben ein bisschen Film geschaut. Und wir haben jetzt geplant, dass wir ein YouTube-Video zusammen drehen. Also nicht heute. Aber jetzt so die nächsten Tage. Wir machen das dann ganz spontan. Auf jeden Fall kommen ein paar coole YouTube-Videos. Also tut gerne schon abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ja, ich glaube, ich zitter gerade. Ich habe zu viel Kaffee getrunken. Ich melde mich später. Ich habe euch ja vorhin erzählt, dass ich Bruno nicht mitnehmen kann, wegen der kleinen süßen Maus hier. Das ist Ludo. Ne, Ludo. Ludo ist eine Waldkatze, ne? Ein Waldkater. Ein Waldkater, Entschuldigung. Der ist so süß.
Der ist so süß. Der ist übrigens auch wie ein Hund, wollte ich nur mal sagen. Den kann man auch nur etwas werfen und er bringt es zurück, wenn er Bock hat. Aber nur, wenn du Bock hast, ne, Ludo? Was geht? Heute ist wieder der nächste Tag. Heute steht richtig viel an bei mir. Ich muss jetzt unbedingt in die Werkstatt mit meinem Auto, aber ich muss das vorher erstmal sauber machen, weil das sieht einfach richtig schäbig aus und so kann ich das nicht abgeben. Ich habe immer mega viele Hundehaare und so im Auto von Bruno. Und ja, dann fahre ich zu meiner Oma, denn ich werde ihr die Haare färben und nehme euch mit. Und ja, dann muss ich auch noch einkaufen und so weiter. Also ein richtig voller Tag heute. So, ich war jetzt gerade nochmal ganz fix im DM. Und habe ein paar Kleinigkeiten gekauft, also nichts Besonderes. Eigentlich nur Haarfarbe für meine Oma. Eventuell färbe ich meiner Mama noch die Haare. Und Augenpads, Trockenshampoo und so Reinigungstücher fürs Auto, weil ich ja jetzt mein Auto sauber machen gehe. Und ja, ich kann es euch mal zeigen, es ist übelst verstaubt. Sieht man kaum, dass es dreckig ist, ne? Oh Gott, ist richtig peinlich. Ich werde es jetzt erstmal sauber machen. Okay, Leute, ich finde ja Waschanlagen irgendwie immer extrem gruselig, ne? Also als Kind habe ich das immer übelst gefeiert, aber jetzt finde ich es irgendwie immer gruselig, vor allem wenn so ein... Okay. Mein Auto glänzt wieder, Leute. Es ist wieder sauber. Jetzt kann ich endlich in die Werkstatt fahren. So, bin jetzt bei meiner Oma, werde aber erstmal meiner Mama die Haare färben. Ja, ich habe ihr extra gesagt, sie soll 2 Tage die Haare nicht waschen. Das ist ihr jetzt zwar unangenehm, aber mir hat mal jemand gesagt, dass es besser ist, wenn man die Haare färbt. Keine Ahnung, dass man die nicht frisch wäscht, sondern 2 bis 3 Tage lassen soll. Ich mache jetzt blonde Strähnchen. Ich kann es zwar jetzt auch nicht wirklich, aber ja, ich soll es trotzdem immer machen. Also ganz so schlecht bin ich ja anscheinend nicht. So, jetzt meine Oma dran und die hat einfach so lange Haare. Mhm. Und die machen wir jetzt wieder schön dunkel hier, ne? Ja, bitte, wenn du lieb bist. Die Oma ist fertig und das sieht richtig schön aus. Schön, ne? Richtig schön. So, meine Mama ist jetzt auch fertig und es ist richtig, richtig hübsch geworden. Also dafür, dass ich gar keinen Plan habe eigentlich, was ich mache, geht's eigentlich. Ich sehe völlig zerstört aus. Ich bin echt fix und fertig. Ich habe den beiden, glaube ich, fast 5 Stunden die Haare gefärbt oder so. Meiner Mama noch die Augenbrauen gemacht und ja, waren aber total happy. Und ich war gerade im Fressnapf und ich wundere mich, sitze auf der Couch, am Handy, warum es gerade so raschelt, ne? Da ist der einfach in den Beutel gegangen und hat sich den Knochen rausgeholt, der gar nicht seine ist. Bruno, Frechdachs. Oh, der knurrt mich an. Was bist denn du so frech? Die Mama hat dir den Knochen nicht gegeben. Beachte das Chaos gerade hier nicht. Hier liegt auch mein Koffer. Ne? So sieht übrigens immer mein Koffer aus, Leute. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich muss das mal in den Schrank räumen. Auf jeden Fall war das hier so in der Tüte. Und der ist hier einfach in die Tüte und hat sich gerade den Knochen rausgenommen. Wie frech er einfach ist. Ich sehe fix und fertig aus. Ich gehe jetzt unter die Dusche und dann werde ich mir irgendeinen coolen Film auf Netflix reinziehen. Ich werde jetzt auch den Vlog hiermit beenden, aber ich bin noch ein paar Tage in Dresden und dachte mir so, ich werde jetzt immer einmal in der Woche einen Vlog hochladen, wo ich euch mit in meinen Alltag nehme, was ich so den ganzen Tag mache, was ich erlebe. Also vielleicht habt ihr da Bock drauf. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf und dachte mir so, es wäre vielleicht ein cooles Format, wenn ich jetzt wirklich einmal in der Woche immer einen Vlog hochlade und euch über die Woche immer mitnehme. Wie gesagt, ich bin noch ein paar Tage in Dresden, also es kommen noch ein paar coole Sachen. Es kommen trotzdem weiterhin auch ein paar Challenges und halt, ja, Tricks,
Tipps, Hacks, Testvideos, also das, was ihr von mir kennt, aber unter anderem halt auch einmal in der Woche ein Vlog. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare, ob ihr dazu Bock habt. Also ich hab's auf jeden Fall. Und heute grüße ich natürlich jemanden. Heute gehen sogar zweimal Grüße raus. Und zwar an die Alina und die Leonie aus Nauen. Bleibt gesund und ja, habt einen wunderschönen Start ins neue Jahr, ihr alle da draußen. Und wenn du auch im nächsten Video gegrüßt werden möchtest, dann schreib deinen Namen und deine Stadt in die Kommentare. Und dann bist du vielleicht sogar schon die nächste Person, die in meinem nächsten Video gegrüßt wird. Schaut gerne auch mal bei meinen Social Media Kanälen vorbei, bei Instagram und TikTok. Da heiße ich auch Mrs. Bibi. Und Leute, wir sehen uns am Sonntag schon wieder. Ich freue mich. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.